Aber diese Heuchelei von unserer Regierung, ja, die uns 70 Jahre quält, ja, mit Adolf Hitler und den Nationalsozialisten, aber in der Ukraine ist es plötzlich gut, gell? Das ist unglaublich. Und da werden Menschen, die sich ganz klar in der Ukraine zum Nationalsozialismus bekennen, ja, die werden plötzlich, da wird uns dann plötzlich vorgegaukelt, ha, das, die sind jetzt Demokraten, die kommen jetzt in die EU und so. Ha, ha, ha! Das beweist nur eines, ihr dreckigen EU-Heuchler, ihr seid die Nazis! Ihr seid die dreckigen Nazis! Ihr seid die absoluten verdreckten Bastarde, das gibt's gar nicht mehr. Und da sieht man doch wieder das Logenbruder-Ding. Wie die spielen auf der Klaviatur, treiben die Menschen wie die Sau durchs Dorf, ja, Ja. führen diese Zustände herbei. Und dann tun sie was damals entstanden ist, dieses Leid, das lassen sie wieder aufbrechen, diese alten Wunden lassen sie wieder aufbrechen, um die Leute wieder erneut aufeinander zu hetzen. Es ist unglaublich, was da läuft. Was für ein Abschaum! Diese EU-Clique, was für ein Abschaum! So viele Menschen sind ums Leben gekommen und die Wichser kommen schon wieder damit an. Wartet's ab. Gottes Zorn kocht. Wartet's ab. Wir werden sehen, wer von euch hier meint es mit dem Schöpfer aufnehmen zu können. Ich werde da in einem anderen Video noch was vorlesen. Ja? Gerne. Was der Schöpfer prophezeit hat, was Jesus Jehova prophezeit hat über euch. Der kriegt euch. Keine Sorge, der kriegt euch. Keine Sorge. Wartet's ab. Ihr denkt, ihr habt jetzt hier gewonnen, ihr habt die Nase ganz oben. Wenn ihr auf dem Zenit steht, und ihr steht auf dem Zenit, dann kommt euer Fall. Euer Fall kommt. Die Völker Europas, die werden sich gegen euch erheben und euch Tyrannen den Garaus machen. So wie der Herr gesagt hat, die Hochmütigen, die werde ich züchtigen allzeit. Ich werde ihre Throne zerbrechen, ich werde sie von ihren Thronen fegen, ich werde ihre Kronen, ihre Zepter zerbrechen und mit Grimm will ich sie strafen, auf dass sie erfahren, ich bin der Herr. Und das wird kommen, wenn ihr glaubt, ihr könnt hier wieder Blutvergießen im großen Stil anrichten, Dritter Weltkrieg, weiß der Geier was alles. Diesmal wird's euch holen, diesmal wird's euch einholen, ihr Abschaum, ihr Dreckiger, ihr denkt, ihr könnt mit Menschen spielen, Schachfiguren, ja, auf eurem Brett. Ihr verfluchter Abschaum! Aber diese Heuchelei von unserer Regierung, ja, die uns 70 Jahre quält, ja, mit Adolf Hitler und den Nationalsozialisten, aber in der Ukraine ist es plötzlich gut, gell? Das ist unglaublich. Und da werden Menschen, die sich ganz klar in der Ukraine zum Nationalsozialismus bekennen, ja, die werden plötzlich, da wird uns dann plötzlich vorgegaukelt, ha, das, die sind jetzt Demokraten, die kommen jetzt in die EU und so. Ha, ha, ha! Das beweist nur eines, ihr dreckigen EU-Heuchler, ihr seid die Nazis! Ihr seid die dreckigen Nazis! Ihr seid die absoluten verdreckten Bastarde, das gibt's gar nicht mehr. Und da sieht man doch wieder das Logenbruder-Ding. Wie die spielen auf der Klaviatur, treiben die Menschen wie die Sau durchs Dorf, ja, führen diese Zustände herbei. Und dann tun sie was damals entstanden ist, dieses Leid, das lassen sie wieder aufbrechen, diese alten Wunden lassen sie wieder aufbrechen, um die Leute wieder erneut aufeinander zu hetzen. Es ist unglaublich, was da läuft. Was für ein Abschaum! Diese EU-Clique, was für ein Abschaum! So viele Menschen sind ums Leben gekommen und die Wichser kommen schon wieder damit an. Wartet's ab. Gottes Zorn kocht. Wartet's ab. Wir werden sehen, wer von euch hier meint es mit dem Schöpfer aufnehmen zu können. Ich werde da in einem anderen Video noch was vorlesen. Ja? Gerne. Was der Schöpfer prophezeit hat, was Jesus Jehova prophezeit hat über euch. Der kriegt euch. Keine Sorge, der kriegt euch. Keine Sorge. Wartet's ab. Ihr denkt, ihr habt jetzt hier gewonnen, ihr habt die Nase ganz oben. Wenn ihr auf dem Zenit steht, und ihr steht auf dem Zenit, dann kommt euer Fall. Euer Fall kommt. Die Völker Europas, die werden sich gegen euch erheben und euch Tyrannen den Garaus machen. So wie der Herr gesagt hat, die Hochmütigen, die werde ich züchtigen allzeit. Ich werde ihre Throne zerbrechen, ich werde sie von ihren Thronen fegen, ich werde ihre Kronen, ihre Zepter zerbrechen und mit Grimm will ich sie strafen, auf dass sie erfahren, ich bin der Herr. Und das wird kommen, wenn ihr glaubt, ihr könnt hier wieder
Blutvergießen im großen Stil anrichten, Dritter Weltkrieg, weiß der Geier was alles. Diesmal wird's euch holen. Diesmal wird's euch einholen. Ihr Abschaum, ihr Dreckiger. Ihr denkt, ihr könnt mit Menschen spielen. Schachfiguren, ja, auf eurem Brett. Ihr verfluchter Abschaum.